Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Arena. Ich habe gerade zwischen den beiden Folgen ein kleines Safe Game gemacht da. Dass wir für den Fall sollten wir jetzt hier angegriffen werden. Gut, werden wir nicht. Zum Glück. Das hat mich aber auch letzte Folge echt aufgeregt. So, dann heißt es hier jetzt rein, hoch und dann durch. Keine Ahnung, wo hier die jetzt stecke ich hier fest. Da. Oh. Finde es jetzt interessant, dass die Schätze wieder neu gespawnt sind. Geld können wir eh nicht mehr mitnehmen. So. Wir müssen eh unsere Ausrüstung reparieren. Komplett. So, wenn wir jetzt geradeaus durchgehen, ist er jetzt offen oder? Ah, die Homunkele wieder. So, Healing, genau. Nochmal Healing. So. Naja, aber auf die andere Seite können wir ja auch nicht. Warum? Und hier war ja auch eigentlich zu. Egal, wir werden eh nochmal hier hinkommen. Weil hier gibt es eh Schätze ohne Ende. Genau, jetzt kommt der genau vor mir. Nun Buckler. 107 Gold nehmen wir definitiv mit. Oh. Genau, jetzt kommen zwei Stück von denen. Wir haben nichts. Oder Gold würde ich gerne mitnehmen. So, wo müssen wir überhaupt nochmal lang? Ah, Süden. Hier jetzt gleich links, dann runter. Dann durch so eine Tür und dann wieder Süden. Ja, übertreib nicht. Noch mehr Trolle. So, Heal True. Dieses Geräusch schon wieder, ey. So, was passiert, wenn wir jetzt Shielding machen? Und Heal True. Ja. Könnt ihr nicht einfach mal tot bleiben, ja? Oh, da ist der. Da ist Vieh. Noch einer. Trolle, die übertreiben's. Habe ich so ein Gefühl. Oh, hier sind wir falsch. Mach mal hier rein. Dann da vorne die Tür und dann Richtung Süden. So. Aber wir sind dieses Mal nicht die Siehst oder sowas in der Richtung. Ah, hier. Nice. Dann, wir sind hier, wir gehen mal zu King's Haven. Ja, ein Tag, das ist perfekt. Ah, toll, Nacht. Müssen wir jetzt erstmal irgendwo wieder eine Taverne finden. Underestimated you. That is clear. You not only have defeated the useless creatures I have sent against you, but managed to survive encounters that in and of itself could be the stuff of legends. It is sad that I am forced to destroy you. Prepare, for my minions arrive.
Ja, natürlich. Und jetzt kommt wieder. So. 9 Gold. Und 20 Gold. Was ist denn das da hinten? Seht ihr das? Oh, der schon wieder. Digga, mach mich nicht kaputt. Mach dich gleich kaputt. Und er hat nichts. Ich glaube, wir machen hier irgendwo nochmal ein Safe Game. Machen wir die auf die 1. So, wir müssen mehr Richtung Osten. Das ist noch eine Taverne. Ja, Taverne. Ja. So, guten Tag. Oh nein. Before you reach the bar, a enigma figure called Adrasha signals to you and speaks in a conspiratorial whisper. Good note, if you could use 288 gold pieces, hear me out. There's a certain person in the Emperor's weaponry store who has some... Ah, nee, ich will... Mir zu wenig Geld, nee, danke. Ich will nur ein Zimmer, ja? Get a room. Single. Eine Nacht, genau. Ja. So, dann was sagt die Uhr? Okay, also 8 Uhr haben wir es gleich am Abend. Das heißt, wir können jetzt 12 Stunden durchpennen. It has become a habit, congratulating you on your success. Still, there are 3 pieces left. And what guards them only the Divine Lady may know. I have spent many a day searching the ethereal plane for some clue at the location of the 6th piece of the staff. This is what I have found. The piece was sent to a place called the Crypt of Hearts. I have no clue as to the location of such a place. The price for the little knowledge I have was exacting. Still, only 3 provinces remain that can hold these last pieces. It can only lie in one of these. Good luck. Also Krypta der Herzen. Ist das nicht, warte mal, wenn ich auf die Map gehe. Ah, okay, können wir nicht hier drinnen gucken. Krypta der Herzen, das war doch, High Rock, oder nicht? Ich meine, das war High Rock. Krypta der Herzen. You will have to wait until tomorrow if you are planning on making any equipment purchase. All stores are closed in observance of Sun's Rest. Of course, the temples, taverns and mages' guild in the village are still open, their regular hours, but most citizens chose to devote this day to relaxation, not commerce or prayer. This is not a convenient arrangement for all, but the merchants' guild heavily fines any shop that stays open. So everyone complies. Dann müssen wir die Merchants Dings hier finden. Where is Equipment Store? The Merchant. Oh. Okay. Aber da können wir mal fragen, wo ist Crypt of Hearts? Ist das wirklich? Isn't that a legend? Hier, dann fragen wir den hier. Crypt of the Herzen. I heard that Crypt Hearts was actually somewhere in the wilderness of High Rock. Ja, wusste ich doch. I don't want to mislead you, however. I'm really not very sure. High Rock. Auf ins Land der Bretonen. Nice. So. Aber wir können nichts verkaufen hier jetzt, ne? Dann würde ich sagen... High Rock, nächstes Land. Hier Daggerfall, da.
Johanna. Einfach mal. Ne, wir reiten nach Daggerfall. Wir reiten dahin. Ja. Und wir sind natürlich wieder in der Nacht hier. So, ich hoffe, da vorne ist, ne, das ist ein Waffenladen. Wir brauchen eine Taverne. Wir müssen wieder pennen gehen, blöderweise, weil wir immer nachts ankommen. Aber trotzdem, wenn wir demnächst wieder Geld brauchen, wir gehen einfach wieder in den Kristallturm. Da kriegen wir so viel Zeug, das irgendwie Geld wert ist. Vor allem, wir haben da so viel auch einfach liegen gelassen. Weil wir einfach nichts mehr tragen konnten, warum auch immer. Weil hier 131 Kilogramm von 199. 60 Kilo haben wir eigentlich noch Platz. Was ist denn das? Was ist denn da los? Ich glaube, das ist der Mond, der jetzt irgendwie einen kleinen Bug hat oder so. Ich hoffe nur, dass man hier das Spiel jetzt nicht abschmiert oder sowas. Das wäre jetzt doof. Aber ich brauche jetzt eine Taverne. Ja. Und habt ihr irgendwas mit? Nee. Da haben wir wieder einen Tempel. Aber keine Taverne jetzt. Die Suche nach Tavernen, die ist ja aber auch echt die Hölle hier. Ich will nur eine Taverne. Da ist eine Nutte. Die können wir mal nachfragen. Nearest in genau. Without hosted. Ah, geil. So, Devil's Noose. Okay. Klingt interessant. Klingt nach einer Taverne für mich. So, dann das hier weg. Was sagt die Uhr? Ja, get a room. Wieder mal. Single, eine, ja. Und dann pennen. Für 11 Stunden. Also camp for a while. 11 Stunden. Ja. Hier perfekt. Direkt zwei Stück von den Läden. Können wir hier mal eben das ganze Scheiß verkaufen. So. Hier genau, Plattenhelm. Nice. Noch ein Plattenhelm. Ja, 7500 nehmen, verkaufen. Der 18.000. Ja, lol. Geil. Hier, was mit dem? Nochmal 7500. Wir gehen da definitiv nochmal rein. Dann haben wir hier noch Mark. Noch ein Mark.
1500, geht auch klar. So, dann hier Crystal. Non-Crystal. 1400. Hier Bracelet. So, dann noch ein Bracelet. Und der Belt. Ah, schade. Jo, 2900. Geil. Wieder 93. Hier noch ein Torque. 93, schade. Dann hier noch ein Torque. 4700, nice. Hier Amulett. 6600, Alter. 66.676 haben wir. Alter. Noch ein Amulett. Nochmal 6600. Jetzt mal schauen, haben wir noch irgendwas? Nope. Jetzt haben wir ein. Ich dachte, ich hätte was gesehen. Jetzt müssen wir aber mal hier die. Okay. Dann die hier. 10 Tage, 3 Gold, okay. Nein, nicht Zell, nicht Zell. Repair. Der Job. Ebony Kuras. Okay. Dann Add Job. Silver Pauldron. So. Blade Pauldron. Ja. Add Job. Blade Gauntlets. Perfekt. Ich mag's, wenn ich nicht alles reparieren muss. Ebony Helm. Airdrop, Ebony Tower Shield, okay. Airdrop, Katana Will. So, den. Ah, okay, der muss auch repariert werden. Airdrop, ah, okay, der hat schon genug. Der hat mehr als genug. Das heißt, den markieren wir uns so mal. The Basic Provisions. Dann gehen wir hier noch rein. Der muss auch noch was reparieren für uns. So. Dann Repair. Crystal of Paralyzation. Ja. Dann Repair. Good Job. Bracer of Heal True, ja, das definitiv. Noch ein Job. Ring of Shielding. Ring of Shielding does not need any repairing. Warum? Hä? Ebony Bracelet. Okay. Job. Belt of Agility. Okay, der braucht auch nicht. Ebony Talk. Und Ebony Amulett. Okay. Muss nicht alles repariert werden. Das heißt, wir können jetzt noch mal 10 Tage durchpennen. Genau, hier können wir nochmal 10 Tage durchpennen. Ja. So. Achso. Ja, dann sagen wir nochmal 24. Ja,
13 Haken können wir noch. Dann. So. Dann können wir jetzt nochmal. Hier, get a room. Single. 10 Tage. Ja, komm. Kannst du haben. Schauen wir mal, wie spät. In 9 Uhr in der Nacht. Das heißt 228 Stunden pennen. Oh, hoppala. 228. So, was sagt die Uhr? 9.35 Uhr im Morgen. Trifft sich gut. So. Moment mal, dann müssten wir jetzt eigentlich auch genug Geld haben, um uns die nächsten Equipments zu holen, so. Die Schulterteile für links und rechts zum Beispiel. Kosten zusammen, so 63.500 kosten beide Schulterteile. Wie viel haben wir jetzt momentan? Ja, 67.000. Könnten wir uns holen. So, Repair. Status. Genau. So. Können wir die wieder aufsetzen? So, hier. Hier. Den noch und den. Der auch noch. Was? Habt ihr das gerade gesehen? Erfahrungslevel bei 4,7 Millionen. Wie haben wir das geschafft, so schnell hinzukriegen? Oh, wir müssen öfters mal dahin. So schnell, wie wir da an Geld und Level erreichen. Der Kristallturm, der ist ein Segen. So, Repair. Status. Genau. Und hier auch nochmal Status. Entschuldigung, musst du gerade aufstoßen. Dann müssen wir die jetzt aber auch fertig haben. Nee, hier. Wollen wir dann in der nächsten Folge hier die beiden Ebenerd-Schulterteile holen? Der eine ist ja in Windhelm, der andere aber, also in Skyrim, und der andere ist in Blackmarsh. Oder wir könnten, was ist denn eigentlich sonst in der Nähe? Die Ebenerd-Handschuhe sind ja in Hammerfell, die ich haben will. Genauso wie die Schuhe. Wären sogar günstiger. Beide zusammen. Dann lass mal eben die holen in der nächsten Folge. Der in Hammerfell. In Line Eben Place und in Tarnet. Dann holen wir uns die. So, dann suchen wir mal. Tarnet. Tarnet und. Linebond Place. Dann suchen wir mal Tarnet. Hier ist Tarnet und da ist Line. Ich glaube, es würde mehr Sinn machen, wenn wir zuerst hier 29 Tage. Hier wären das 35 Tage. Ja, dann lassen wir zuerst hier. Genau dahin. Dann holen wir uns die beiden, die Handschuhe und die Schuhe aus Ebenerz. Ja, toll.
Und wir sind mitten in der Nacht da. Wir haben echt ein Talent, immer nachts hier anzukommen, irgendwo. Wie schaffen wir das, dass wir immer nur nachts da sind? Es ist nie Tag. Sind da ernsthaft Brunnen drauf? Hier sind ernsthaft Brunnen drauf. Und was ist da drauf? Oh, jetzt stecke ich hier fest. Ah, doch nicht. Da ist auch ein Brunnen drauf. Okay, aber wir gehen wieder an Land. Und suchen uns eine Taverne. Taverne hat jetzt erstmal Vorrang. So, die gehen mir echt auf den Sack. Da haben wir eine Taverne. Ja. Hier ist aber nicht viel los, ne? Guten Tag, der Herr. Ich hätte gern Zimmer. In Singlezimmer, ja genau, eine Nacht, Dankeschön, ja, 10 Gold. Habt ihr gerne haben, hier, bitteschön, der Herr. Ja, wie spät haben wir es denn? 5 Uhr? Okay, dann können wir 3 Stunden jetzt durchpennen. So, 3, so. 3 Stunden, wir sind gepennt. So, dann gehen, können wir jetzt auch gehen. Ach, hier ist was los, okay. Können wir gehen und dann müssen wir hier in General Provisions suchen. Und das suchen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!